Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play for Free. Und wir haben heute die Nahkampf... Ach du Scheiße, Alter. Ja, wir haben heute... Autsch! Ja, toll. Ha, der kann ich auch spielen, du Penner. Ja, wir haben heute die Nahkampf... Die Nahkampfkatze... Nahkampfkatze in uns aufgeweckt. Einfach mal gesagt, wir zocken mal MP7. Autsch! Ach, doch ernst? Ach, Minderwertigkeit. Nosferatu. Hast du sehr gemacht? Nosferatu, meine ich. Ja, mit der Rex und MP7. Ach, unser Team ist binsig. Das muss man nicht sehen, um zu wissen. Das ist immer binsig, wenn ich dabei bin. Ja, nein, Spaß. MP7 und Rex, die Nahkampfkatze in uns wurde geweckt. Und ja, ich hab's einfach mal gemacht. Ich wusste nicht wieso, aber ich hatte immer MP5 und M1911, die ja eigentlich ganz geil ist. Die bleibt auch weiterhin die Nummer 1, aber ich habe irgendwie mal Lust, hatte einfach mal Lust, wieder was Neues auszuprobieren. Und ja, jetzt sind wir am Gewinnen oder was? Was ist denn los? Schlecht. So. Ja. Ja, ich war kurz leise. Oh, mein Panzer. Hat jemand anderen? Hat jetzt jemand anderes? Ja, aber der Rex will hier nicht unbedingt rumlaufen. Ja, natürlich Hilfe bei Kritischen. Natürlich, so sehe ich es auch. Ja. Das Munitionsfüllen. Sehr gut. Ja, wir haben einfach mal, wie gesagt, die Nahkampfkatze in uns rausgeholt und uns einfach mal gesagt, ja. Alter, hier hat jemand gerade seine Störungen da draußen. Bin ich schwer. Jo. Ich dachte mir einfach mal, yo, also können wir auch mal wieder machen. MP7 war lange alleinige Waffe, dann kam die G53, dann MP5 so ungefähr in dem Ablauf. Und ja, ich dachte mir einfach mal wieder, ja. Autsch, Skar, ey. Ich dachte mir einfach mal wieder, gut, und hat er mich nicht vorhin gerade erst gekillt? Dann hauen wir mal wieder deftig rein und hauen einfach mal die Nahkampfkatze in uns wieder raus. Und da ist der gereckt, ne? Autsch. Ach, das ist doch nicht dein Ernst gerade. Ja, Nahkampf bin ich nicht so cool. Nicht so gut. Und die campen jetzt hier auf B oder was? Hier oben campen, ne? Alter, hat doch Ernst. Auf, ich bin nicht so gut im Nahkampf. Oh mein Gott, die Waffe kriegt auf. Ist ja nice. Oh, da muss ich gerade feiern. Hallo, fail, das war noch gut. Ja, also eigentlich macht die MP7 auf Fernkampf gar keinen Sinn. Ach, scheiß drauf. Autsch. Wie konnte mich der jetzt mit dem MG3 killen? Ich wusste es nicht. Gut, ich bin vom Haus gesprungen. Vielleicht hat das irgendwas gebracht. Keine Ahnung. Jo, ich bin im Nahkampf eigentlich gar nicht gut. Mit der MP7 macht es auch eigentlich keinen Sinn, weiter als 10 Meter zu machen. Treff. Sehr gut. Und treff nochmal. Jo, also eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, mit der weiter als, was weiß ich, 10, 11 Meter zu gehen. Weil das Ding einfach wirklich für einen Nahkampf gut ist. Und ich eigentlich auch Sharky zocken wollte, aber dann doch Oman wieder kam. Oh, nicht so lecker. Scheiße.
ja, dann doch Oman wieder kam und ich einfach mal gesagt habe, gut, dann zock ich halt Oman. Ist ja eh die meistbesuchte Map überhaupt von mir. Aber Alex macht dann wieder Karkand und so ein Scheiß, den ganzen Mist, den keiner braucht, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Ach, das Ding ist immer noch. Sag's doch gleich, Junge. Ja, natürlich! Gerade eben war es ja noch besetzt, auf einmal nicht, oder was? Was ist denn das? Und das Ding hat mich jetzt schon zum zweiten Mal weggeholt, die MG3. Beziehungsweise der Kollege hier, dieses lustigen Kleinwagens da. So, tschüss. Ja. Claymore, aber von uns. Oh mein Gott, ich brauche dringend Leben. Da ist eine Lebensmüde. Und das von denen. Gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das habe ich dann aber auch rechtzeitig gemerkt, dass sie jetzt alle von Alter, von See kommen. Ai, der große Ansturm. Würde uns jetzt gleich überraschen. Boah, wie die alle kommen, ey. Camp da oben. Der kennt mich auch schon, mein Freund. Oh, wow, ja. Okay, ich bin mit der MP7 ja, glaube ich, richtig schön falsch. Ja, falls ihr wissen wollt, ich habe Viper Max drauf. Oh mein Gott. Okay. Ach du Scheiße, Alter. Also weiter als 10 Meter bringt's mit der Waffe gar nicht. Ich kann mir da Rex mal reinhalten. What the hell, Mann? Jetzt kommt die Skala um die Ecke. Mann, Mann, Mann. Ich bin echt so der Nahkampf-Spezi, wo ich die MP7 nicht mag. Es ist eine Ansage, die Waffe. Aber trotzdem, ich bin nicht so der Nahkampf-Spezi. Von da müsst ihr mir das jetzt mal verzeihen, wenn ich das jetzt hier nicht so gut reisen kann. Ihr habt ja als letztes ja das Waffen-Review gesehen. Von der, also nicht Waffen-Review, sondern einfach nur mal kurz Fun. Von der, sagt es mal kurz, M1911. Oh mein Gott. Und jetzt geraten wir hier richtig fett ins Sturmfeuer und ich bin alleine. Verzeiht's mir, bitte verzeiht's mir. Und da habe ich einen weggeholt, aber dachte ich den zweiten. Und da habe ich direkt. Und da wurde ich weggeholt. Gut. Sorry, Leute. Auf jeden Fall. Ich bin echt so der Nahkampf-Spezi. Und Alex ist gerade nicht da, falls ihr fragen wollt. Autsch. Der ist nicht da. Ja, der ist nicht da. Das war schon auch alles. Autsch. Ich bin ein Trottel. Und kein Superstar. So, wir haben gesiegt, aber wir machen noch eins jetzt. Wir sind ja in den USA gewesen. Da sehen wir jetzt russischmäßig, wie es aus der Russenseite aussieht. Den muss ich ja schön in die engen Gassen da von A und so. Ja, falls ihr euch wundert, warum die XP-Anzeige so gut wie nicht schrumpft oder so. Wir nehmen hier am Stück auf. Also nach eins nach dem anderen. Und falls ihr auch fragen wolltet, was wir gerade haben, wir haben den 21.11. Ja, wir haben den 21.11. und der BTR ist weg. Genauso wie die ganzen anderen kleinen Fahrzeuge. Nein, bleib bitte stehen, bleib bitte stehen, bleib stehen. Boah, sehr gut. Ah, dann bleib ich, geh ich ja lieber hier rein. Fahr ich doch lieber alleine. So, wir haben noch einen mit. Das sind übrigens wir. Ja. Und ja, jetzt geht's nahkampfmäßig richtig ab, hoffe ich doch mal. MP7 Nahkampf, einfach nur bombastische, scheiß geile Waffe, kann ich einfach nur sagen, weil die ist einfach nur mega geil. Was da manche gegen die haben, ist klar, im Fernkampf ist das Ding ein Scheißdreck, aber kauft den Waffenslot, nimm den MP5 mit und nimm die MP7 mit und du bist einfach mal nur gigantisch geil, also das ist einfach mal nur nicht zu übertreffen. Ich habe nicht eine einzige fucking Flagge mit eingenommen, doch die bitte. Gut, Alter, was ist denn hier schon wieder los? Ja, das ist einfach mal nicht zu übertreffen, wollte ich sagen, mit dem Waffenslot zum Beispiel. Das ist eine sinnvolle Investition, so ein Waffenslot. Hier tue ich einfach mal hier so ein Ding. Hahaha, da ist gleich mal ein Panzer. Nicht so lecker. Oh, da hat er das MG3. Oh, fuck. Ach, Mist. Naja, egal. Ah, gegen das MG3 muss ich aber eigentlich locker gewinnen.
Fernkampf hat das Ding wieder die Nase vorne. Von daher habe ich jetzt ein bisschen Schiss hier hinzugehen. Aber ich weiß nicht, ob das da steht. Ne, ist einer von uns. Und ja, wir haben ja immer noch die RPG und Fahrzeugabwehrminen mit. Von daher. Ja, müsste es eigentlich laufen. Wenn es mir jemand tracen würde, wäre es sehr nett. Sonst muss ich wieder in die Höhle des Löwen gehen. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Mach ich's halt. Oh mein Gott. Hab ich jetzt gerade gar keine Lust drauf. Oh, von da habe ich 20 Sniper weggeholt. Und da ist ein Sniper. Gut, den holen wir aber jetzt mit unserer. Und da ist der Feind eliminiert. Gott, 15 Schüsse. Gut ab, MP7. Gut ab. Oh mein Gott. Ich habe richtig Schüsse irgendwie gerade. Zu recken. Oh, ich werde so und so gleich recken. Okay, was will ich mit der MP7 jetzt ausrichten hier? Wie sehe ich mich eigentlich mit der MP5 und wer sie alles scheißen nochmal, aber was will ich mit der MP7 machen? Was will ich da machen? Ich kann sie nicht wegholen, das MG3 kotzt mich an, Junge. Das kotzt mich richtig an. Oh, das regt mich richtig auf. Naja, auf jeden Fall kann ich in der MP7 nicht viel machen. Übrigens, Deutschland gefahren, ne? Ja, kann ich nicht viel machen damit. Ich muss halt wirklich offensiv drauf gehen. Ich bin kein offensiver Spieler, richtig. Eigentlich habe ich mal gedacht, ich bin ein offensiver Spieler und gehe immer drauf, metzle alles weg mit der MP7 und hol mir wirklich nur die MP7. Aber, ouch. Nein, das ist irgendwie nicht so. Ich dachte es immer, ist aber nicht so. So, wir können jetzt hinten kämpfen. Das sind ja noch alles, Alter. What the fuck? Warum sind da so viele Slogans? Autsch! Gut, zwei Schüsse mit der M9. Ich war down. Oh, Rang 5. Herzlichen Glückwunsch für dich, dass du mit der M9 zockst. Ja, ich bin nicht so der Nahkampfgamer. Aber ich wollte es einfach mal wieder machen. Hat irgendwie mal wieder Bock drauf. Und mach's einfach mal. So, das ist jetzt hier etwas kompliziert. Okay. Tschüss, mein Freund der Sonne. Und der mit seiner neuen, wie er mich ankotzt. Und da war er schon down. Kampf-Elisage, kann ich nicht richtig fliegen. Nein! Oh, peinlich! Oh, das war auch nicht mal der. Ach, es war der von da hinten, gut. Ich dachte, gut, er zieht mich auf lange Distanz weg, dann ist das in Ordnung. Aber ich dachte, der steht vor mir und, oh, ich gebe mir den Headshot. Das wäre peinlich gewesen. Oh, wie viele Snipers sind da drin? Also, sie stören mir jetzt schon richtig krank an. Das merkt man. Wenn es krankes Heli-Match ist. Kann ich irgendwas machen für dich, mein Guter? Fuck, unser ist down. Ah, gut, den krieg ich eh nicht. Von daher heißt es wieder voll drauf, MP7 Power. Oh mein Gott. Scheiße. Ach, MP7 Power 0. Ach, für ein Arsch. Wir könnten ihn jetzt flankieren. Autsch. Ja, mit der M911 Elite ist das keine Chance. Also ist das kein Können. Mich dabei, was weiß ich, wie viele Meter von mit Dings wegzuhauen. Das Ding hat eine längere Reichweite als ich und auch als Sniper. Autsch. Bin ich schon wieder mega binsig, Alter. Mit MP7. 1500. Was ist das denn? Zurückkommen kriege ich 3400 Punkte, ey. Ja, gut. Alter. Trink mal Sinn. Irgendwie ist ja lahme. Irgendwie ist richtig lahme Stimmung auf diesem Ding. Aber es sind übelst viele Leute. Aber ich werde entweder gekillt. Oder ich kill jemand übelst nubig. Was war das denn? Ich hol die MP7 raus, zieh voll drauf und er killt mich mit seiner QJ88. Natürlich, natürlich. Das kann ja wohl jetzt nicht angehen. Und das auch nicht. Mann. Das ist ein Vogel. Das ist ja wohl nicht drin, ey. Zweimal hintereinander übelst direkt. Mann. Das regt mich richtig auf. Aber dem schießen wir jetzt den Arsch. So.
Natürlich. Ja, komm. Macht immer die ganzen Kills für mich weg. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun als Ingenieur. Ich kann mir nichts mit Ammo Packs. Dankeschön. Aber ich brauch's gerade nicht. Er ist doch gar kein Ammo. Typ. Oh, Gottes Willen. Ja. Ist hier so durch die Engassen hier? Klack. Okay, da ist anscheinend einer von mir, RPG. Bitteschön. Das ist der Teil. Ach, geil. Nur plus 7 gekriegt. Fahrzeug zerstört immerhin. Ja. Guck mal, die Rex, die habe ich ja mit heute. Ist ja auch ein Nahkampf-Biest, Junge. Och Junge, was ist denn das? Mann! Was, boah! Ey, das ist richtig zum Ankotzen, ist das. Senja hat nicht so viele Punkte wie ich. Gut. Und den Kümmer. Komm, Alter, kill, Junge. Was will ich denn da machen? Es lädt ja noch nach, ne? Boah, jetzt schon eine 4 zu 9, 4 zu 10, glaube ich. KD, oh, ist das schon wieder. Oh, ich will nicht auf Nahkampf. Ich habe da einfach keine Lust. Aber ich habe es einfach mir ausgesucht. Ich wollte es einfach wieder machen. Irgendwas war ein Fehler. So, haben wir jetzt ausdiskutiert. Fein, sauber. What the fuck ist dein Problem? So, jetzt gehen wir hier im kranken Trupp. Ich werde als erster verrecken. Gut, er geht zu D, glaube ich, mit dem hin. Weil zu dem will er, das springt mir jetzt nicht. So, Freund. So, der Sonne, das war's jetzt für dich. Du hast jetzt meinen Freund umgelegt. So, das kann ich natürlich nicht durchgehen lassen. What the fuck? Do you have other problems? Aha. Okay. It's not your, my problem. Yo, ich muss immer mit der MP7 ein bisschen um die Ecke laufen, damit ich überhaupt was kühe oder so. Ob was die, Junge? Oh, hinter mir ist einer oder so. Ach, scheiße, Mann. Okay, genau jetzt ist die verzwickte Situation. Ich kann jetzt hintergehen, ich gehe jetzt hier hinter. Boah, hab's geschafft. Aber jetzt hab ich ein Problem. Wie soll ich das jetzt bitte schön hinkriegen, hier was vernünftig zu killen mit MP7? Ich kann höchstens warten, dass ich dass jemand herkommt. Oder wir machen es ganz klassisch, wir springen hier hoch. Ich weiß an den Panzer, der jetzt dort ist, und machen einmal so. So, laufen nach, machen jetzt wieder so. Und machen noch mal so und haben ja genau, ja, natürlich nehmt mir mal meine Kills weg. Das ist aber natürlich ideal. Ich kann jetzt hier gar nichts machen. So. Okay, sie sind doch auf mich zugelaufen. Finde ich sehr cool von ihnen. Okay, oben steht auch kein Sniper. Okay. Bitches and relax. Okay, gut. Ich stehe immer noch hier. Ihr könnt immer zu mir kommen, wenn ihr das wollt. Okay, er kommt zu mir. Wenn ich aber was wollte. Spür ein B7, jawohl. Gut. What the fuck, Alter, noch 3? Lass mal hochputschen. Okay, irgendwie ist meine. Ah, ich das hasse. Ach, ich hasse diese Luke da oben. Die sollte man verbieten. Ha, guck mal, weil da kommt ein Panzer. Oh fuck, ich glaube, der kommt zu mir, oder? Scheiße, der ist schneller als ich. Scheiße. What the fuck is your problem? Scheiße. Und jetzt hier, komm.
Mann, ich weiß, ich bin mies, aber... Alter, geil. Einfach nur zu ehrlich, Alter. Oh Mann, wir sind am Verlieren. Und wir... Nee, oder? Unsere Punkte bleiben nicht bei 997 stehen. Das kann mir jetzt echt keiner erzählen hier, oder? Och, Jungs. Mensch, was soll das denn? 911, ach scheiße. Ja, bei 997. Alter, wo sind wir denn? Und da kommt auch schon der Oberbarbo. Unsere Punkte sind bei 997 stehen geblieben. Was? Ja, wir nehmen gerade sehr ein. Ich habe 7.5. Ach, was sag ich denn wieder? 4.700, sagst du gleich. Ja, Mensch. So, ich will jetzt ja wieder krank Oberbarbo. Das macht noch der B1. Junge. Oh. Ich würde es auch mal halt nicht geil, weil ja. Nein, du nicht. Sag ich nur eins, du kannst mich auch gerne mehr haben. So, Alter, wir haben. Okay. Ich muss warum ja wieder, sind eure Punkte? Ich war ja verloren. Ich muss mir alles alleine machen, ey. Aua. Wenn jetzt hier jemand reinkommt, habe ich auch die Arschkarte. Wir dürfen ja nicht spawnen. Spawnt ja nicht. Sehr gut. Sehr gut. Okay, die werden gleich herkommen. Oh, Junge, MP7. Übelst Nahkampf. Übelstes Nahkampf. Oh mein Gott. Ach, nö, witzig. Ah, so, ich bin euer Held. Dankt es mir. Yo, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich hab die kranke Flagge erobert. Fast 5000 Punkte. So lässt sich's doch ein bisschen leben. Und jetzt haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cool. Tschüss.